Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und wahrscheinlich auch zum ersten davon. Und zwar bewerten wir heute mein Team, was ich übers Wochenende gespielt habe. Ich habe im 3-5-2 gespielt. So, kommen wir zum Torwart. Edouard Mondy hat einige gute Paraden gehabt, hat aber auch ein paar schlechte, hat aber auch ein paar Patzer drin gehabt. Also alles in allem würde ich ihm ja so eine 3 geben. Hector Bellerin. Meistens, also ich habe ja im 3-5-2 gespielt, da hat er etwas rechter gespielt. Und ja, der war eigentlich relativ gut. Der hat viele Zweikämpfe gewonnen, war angenehm schnell für die Position, war sehr gut. Eine 2. Kurt Zuma. Der hat bei mir in der Verteidigung alles zerlegt. Also wirklich alles. Hat ja für den Zweikampf gewonnen. Und jetzt TT habe ich gar nichts mitbekommen von dem. Der war absolut nicht anwesend. Also ich kann nur 4 oder 5, was soll ich geben, aber der war absolut nicht anwesend. Ich habe den nie gesehen. Machen wir eine 5 draus. Auch Gündogan. Gündogan hat gut gespielt. Und hat sich auch gut spielen lassen, fand ich. Hab ihn so eher auf der 8 spielen lassen. Also nicht wie hier auf der 6, sondern auf der 8. Aber war schon gut 2. Fofana hat sich ein paar Fehltritte erlaubt. Aber immer wieder nur kleine. Der hat natürlich auch teilweise alles rasiert. Auch 2, weil es immer wieder kleine Fehler gab bei ihm. Schweinsteiger. 1. Ich liebe diese Karte einfach über alles. Ich versuche sie in jedem Team einzubauen. Weil ich feiere die Karte einfach übelst. Ich komme mit der auch übelst klar. Ich weiß, dass es genug Menschen gibt, die mit der nicht klarkommen, weil die zu langsam ist oder zu schlechte Stats hat, aber finde ich überhaupt nicht. Ich komme da gut klar. So, kommen wir zu den Außen. Da hat der hier eigentlich gut gespielt. 4 Vorlagen. Hätte ich eigentlich nie erwartet. Ich hätte von dem auch gedacht, der würde einfach nie existent sein. War aber sehr gut soweit. Also, es gab aber auch Spiele, wo er einfach nicht existent war, also 3. Dann Rafinha. Der war irgendwie in den letzten Spielen so, die ich gespielt habe, da ging der ab, aber in den ersten, da brauchte ich erstmal Aufwärmphase mit dem. Was machen wir mit dem? Ja, 2. Und jetzt kommen wir zum Duo hier vorne. Aus Saar und Werner, absolut krank. Also wirklich absolut krank. Saar hat, was man mit den beiden machen konnte, war absolut krank. Wer hat 8 Spiele, 16 Tore und 6 Vorlagen? Muss ich mehr sagen, die bekommen beide eine 1.
Was du mit denen richtig schön machen konntest, du konntest mit Schweinsteiger, der dahinter auf der 10 gespielt hat, ich weiß, es ist nicht seine Stammposition, aber du konntest mit dem einfach Y drücken und einer von Werner oder Saar läuft durch die Abwehr durch und ist durch. Und dann ist fast zu 100% ein Tor. Also was willst du da anders machen? Ich bekomme beide eine 1. Unfassbar krass als du. So, Herr Lehr hat zwischendurch auch gespielt für Ismaila Sarr. War okay, war jetzt nicht so gut. Und die anderen habe ich halt kaum eingewechselt. Außer Adams, aber der war auch gut. Aber dem möchte ich keine Noten geben. Weil ich die zu selten gespielt habe. Ja. Und damit würde ich sagen, tschüss. Das war's mit der Teambewertung. Tschüss. Bis morgen. Ciao.